Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Lego Marvel Avengers mit dem nächsten Bonus-Level, das ich hier auch schon ausgewählt habe. Und zwar dreht es sich jetzt um AEM im Spiel aus dem Film Iron Man 3. Man würde meinen, Tony Stark sei glücklich, nachdem er die Welt vor den Chitauri gerettet hat, aber irgendetwas stimmt da nicht. Er verbringt die meiste Zeit mit dem Bau neuer Iron-Man-Anzüge und ist irgendwie mit dieser mysteriösen Bedrohung namens Mandarin aneinander geraten. Wäre schön, wenn er wüsste, was er tut. Aber es ist schließlich Tony. Ja, da hat sie recht. Siehst du dieses hübsche Malibu-Penthouse? Dort wohne ich mit Tony Stark. Eigentlich hat man eine hübsche Aussicht auf den Pazifik, die heute von einer Flotte von Kanonenbooten getrübt wird, die für den Mandarin hier umdekorieren sollen. Das ist derselbe Bösewicht, der in der ganzen Stadt für Chaos gesorgt hat. Sogar unser Freund Happy ist im Krankenhaus. Schätze, ganz happy ist er darüber nicht. Bestimmt nicht Tonys beste Idee, einem Haufen heißblütiger Bösewichte unsere Adresse zu geben. Erfreulich ist jedoch, dass mir sein neuer Iron Man-Anzug wie angegossen passt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tony! Dir geht es gut, oder? Wir müssen sofort von hier verschwinden. Siehst du? Deshalb mag ich es nicht, wenn du deine Arbeit mit nach Hause nimmst. Ganz, ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Das ist wieder irgendeine Maschine. Oder so. Jupp, es ist Roboter. Aber was macht der da? Sollen die Chips in die Haut von... Chips in die Haut von Pepper Potts im Iron Man Anzug. Das ist ganz was Neues. Oh, ein Roboter. Das hätte ich mir vermutlich denken können. Kannst du ihn kontrollieren? Ja klar kann ich. Ich bin Iron Man. Ich kann alles. Fürs Klavierspielen hat er jetzt keine Zeit. Und jetzt können wir halt dann den Roboter steuern, der dann da die Flammen wegmacht. Den kennen wir auch aus dem ersten Iron Man Film. Ich fand den eigentlich immer ganz witzig, wenn er dann gelöscht hat, obwohl er nicht in Flammen stand. Ich hol dich hier raus. Und jetzt haben wir als Iron Man die... Pass auf diese Hubschrauber auf, Tony! Und jetzt sind wir hier in unserem Iron Man-Anzug unterwegs, aber wie ihr feststellen könnt, wir können nicht fliegen. Guck, wir können nur so rumspringen. Oder... Das mal. Oh, was ist los? Ich bin gerade so ein bisschen festgepackt. Muss ich näher ran, sonst komme ich. Ah, nee, da ist. Da. Was ist passiert? Was ist?
Jetzt hat's geklappt. Wieder reparieren. Daraus bauen wir uns dann eine Waffe und dann drehen wir den Spieß um. Jetzt kommt mein Festtagsgruß, den ich schon länger an den Mandarin schicken wollte. Ah nee, jetzt kam die Sache. Jetzt kommt er, das... Dafür haben wir jetzt also das Klavier missbraucht. Jetzt bauen wir uns eine Waffe. Dann drehen wir den Spieß um. Natürlich, Pepper, das funktioniert. Ich hoffe, du hast noch einen Trumpf in deinen eisernen Ärmeln, Tony. Warum? Meine Hände sind nicht aus Stahl. Nur weil sie so aussehen, ist das nicht der Fall. Mist. Das wollte ich. So, und jetzt drehen wir mal den Spieß um. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Und der letzte. Wir dachten schon, es wäre vorbei. Aber dann kam noch eine letzte Rakete. Voller Entsetzen musste ich zusehen, wie die Wohnung in den Tiefen versank. Zum Glück konnte Jarvis Tony vor einem nassen Ende bewahren. Allerdings hatte der Anzug einen Kurzschluss, also steckte er in Tennessee fest. Zu allem Überfluss haben auch noch diese hitzköpfigen Bösewichte das Gebiet aufgesucht. Tonys einziger Verbündeter war Harley, ein Junge mit einer ziemlich fiesen Kartoffelkanone. Die beiden hatten keine andere Wahl, als sich um diese Hitzköpfe zu kümmern. Tony sollte wirklich mal die Nummern der anderen Avengers speichern. Warum? Wir kennen diesen Typ ja aus dem, aus dem, Film. Das war so cool! Oh, Sie wissen schon, auf eine schlechte Weise. Das sollte kein allzu großes Problem sein. Hier stehen Transformatoren herum, die den Strom abschalten. Ist mir auch schon passiert. Zweimal. Zweimal? Ja, sogar dreimal, glaube ich. Nein, Spaß. Oh, so dient das wohl. Können wir hier wieder scannen, das kennen wir. Ah, endlich. Dachte schon, wenn das denn mal endlich klappt. So, aber ich denke, hier machen wir eine kleine Pause. Das war's mit diesem Part von Let's Play Lego Marvel Avengers. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.